Hallo, ihr Süßen. Ja, warum die wilde Frisur? Ich bin auf Instagram gefragt worden, ob ich meinen Penny-Bun, den ich da als Frisur gepostet habe, ob ich darüber ein Video machen könnte. Kann ich natürlich. Bin dann nach 30 Sekunden ungefähr fertig. Ihr werdet euch gleich totlachen, wie easy peasy das eigentlich ist. Ich habe die Haare ein bisschen angeföhnt, die können trocken sein, die können nass sein, ist egal. Ich brauche ein Haargummi und. Also, Moment. So, was mache ich normalerweise? Ich hau mir die Haare alle über den Kopf. Irgendwie so. Wuschel die ein bisschen durch. Und nehme die dann zum Zopf. So. Darf ruhig ein Itzken unordentlich sein. Jetzt habe ich hier oben, wie gesagt, mein Zöpfchen. Da mache ich dann ein Gummi drum. Ich versuche nicht alle Haare durch das Gummi durchzuziehen. Also wenn die so ein bisschen los rumfliegen, ist es durchaus gewollt. Mach den dann so. So. Zieh den dann so ein bisschen auseinander und hab dann im Grunde so eine puffelige Bun oben auf meinem Kopf. Jetzt kann man ja hier noch das Haargummi sehen. Finde ich jetzt auch nicht so schön. Stört mich an manchen Tagen aber auch nicht. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel Haare hier draus gelassen. Naja, egal. Dann nehme ich mir ein, so zwei Strähnen. Die hier vielleicht hinten kann man die auch noch ein bisschen rausziehen. Wenn die Haare ein bisschen länger oder kürzer sind, ist das immer ein Unterschied. Logischerweise. Ja, also was hier so ganz lose rumfliegt oder hier so, das nehme ich mir dann. Vielleicht zeige ich euch das von der Seite. Klappt das so um. Könnt ihr das sehen, ja? Klappt das so um, wie gesagt. Die Spitze kommt in Richtung des Haargummis. Nehmt dann eine Haarspange, also ein Schieberchen, und schiebt es dann so fest. So, und dann kommt hier vorne, das kann man dann so ein bisschen rausziehen, so ein kleines Löckchen. Das könnt ihr mit allen losen Strähnen machen. Manchmal kann man die auch zweimal eindrehen, wenn sie ein bisschen sehr lang sind. So, nächstes Schäferchen. Kann man auch hinten machen, wenn da der Haargummi rausguckt. So, jetzt habe ich hier vorne zwei so kleine Röllchen, die kann ich noch so ein bisschen auseinanderziehen. Und dann ist es schon fertig. Also mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja, ich mache hier hinten jetzt noch eins rein. So, im Grunde ist es das auch. Also es ist eigentlich ein bisschen wild, ein bisschen durch den Wind, wie ich halt gerne schon mal so bin. Das Einzige, was mich jetzt nervt, mein Haar ist einfach noch nicht lang genug, sind jetzt hier die Fusseln hier hinten. Die hole ich so ein bisschen raus. Manchmal topiere ich die auch an, wie auch immer. Ich drehe die dann so ein, so, und schiebe die unter die Haardecke so ein bisschen und tue da auch ein Spängerchen. Schieberchen, Spänkchen, wie auch immer rein. Weil die mich einfach nerven, wenn die im Kopf hinten rumzuppeln. Ja, fertig. Es ist wirklich richtig easy. Also da muss man nun echt nichts für können. Ja, ich würde jetzt die vielleicht nachher noch wegstecken und so, aber im Grunde kann man das auch so fliegen lassen. Ist total egal. Das war jetzt der erste Teil des Videos. Und jetzt kommt der zweite. Ich bin von einer Firma angeschrieben worden, Liamona Jewelry. Die sitzen in Oldenburg und bin gefragt worden, ob ich Lust hätte, deren Schmuck zu testen, beziehungsweise, also wie man Schmuck testen kann, weiß ich zwar nicht, aber also, ne, ob ich mir mal eins anschauen möchte und ob ich vielleicht auch Lust hätte, ein Schmuckstück zu verlosen. Habe ich gesagt, ach, warum nicht? Das ist doch eine schöne Idee. Zugeschickt bekommen habe ich diese Ohrringe. Die haben hier hinten so ein, ich komme mal ein bisschen näher, so ein Verschluss. Kann man also nicht verlieren quasi. Und haben ein weißes Steinchen drin. Der Schmuck ist echt silber. Und ich fand die total schön. Ich habe mich super, super drüber gefreut. Ja. Und der liebe Shop hat mir auch was für euch mitgeschickt. Ich wollte euch aber noch kurz was darüber erzählen. Und zwar funktioniert es ähnlich wie bei Brands for Friends zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber es ist so ein. Ja, also es geht von einer Woche zur nächsten. Es fängt irgendwie montags um 8 an
und geht bis sonntagsabends um 23.59 Uhr. Und es gibt immer 3 neue Schmuckstücke jede Woche, immer von Montag bis Sonntag. In einer geringeren Stückzahl, also jetzt weiß ich nicht wie viele, keine Ahnung, aber wenn sie verkauft sind, sind sie verkauft, logischerweise. Und zu einem bestimmten Angebot. Also ich habe jetzt geguckt, die haben, glaube ich, 15 Euro gekostet. Und es bewegt sich so um die 20, 25, je nachdem, Ketten dabei und Armbänder. Ja, also ich fand das irgendwie ganz cool. Und Ringe gibt es natürlich auch, Armbänder, Fußkettchen, das stand hier so. Mhm. Und ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann guckt euch den Shop einfach mal an. Ich packe alle Sachen, die dazu Wissen gibt, nochmal in die Infobox. Und wenn ihr die über Facebook liked oder den Newsletter abonniert, dann wisst ihr schon einen Tag vorher, was denn dann ab Montag für euch wieder zur Verfügung stehen würde. So, und jetzt habe ich total süß. Ich wollte es eigentlich jetzt für Muttertag verlosen, aber ich bin und war jetzt krank und habe das jetzt nicht ganz geschafft. Also mit dem Verschicken vor Muttertag will ich es leider nicht mehr schaffen. Aber ich habe noch diese total süßen Herzchen-Ohrringe bekommen. Auch echt Silber. Und die sind so gehämmert, die Herzen. Sind die nicht süß? Ich finde die toll. Also, die würde ich super gerne an euch verlosen. Ach übrigens, lieber Shop, wenn du zuguckst, wenn ihr diese Hammertechnik mal auf ein kleines, rundes Plättchen macht, als Ohrringe, ich schicke euch mal ein Bild, dann sagt Bescheid, die muss ich auf jeden Fall haben. Ich finde die total schön. Also die Idee mit diesen Gehämmerten finde ich einfach nur klasse. So, das sind so hängende Ohrringe. Die kommen in so schön verpackten Plastik, also sehr sicher verpackten Plastikboxen. Und Greenpack, wahrscheinlich ist es auch noch recycelbar. Keine Ahnung, aber ich finde die eigentlich ganz süß. Da drin findet ihr dann die Ohrringe, wie gesagt. Und die kommen dann im Päckchen zu euch. So. Ja, die gibt es noch nicht so lange. Haben erst vor ein paar Wochen angefangen. Und ihr könnt auf der Internetseite auch schauen, welche Schmuckstücke es da schon gegeben hat. Ja. So, und jetzt dazu, wie ihr jetzt diese Ohrringe gewinnen könnt. Also diese Herzchen-Ohrringe, die ich dachte, wären für Muttertag ja vielleicht ganz schön. Im Grunde für eure beste Freundin, mir eigentlich Pupselatte, an wen ihr die verschenkt oder ob ihr sie selber behalten wollt, um Gottes Willen. Ja, da ich das ja vor dem Muttertag nicht mehr schaffen werde mit dem Versenden, könnt ihr eure Freundin oder euch selbst ja einfach nach dem Muttertag genauso damit beglücken. So, was dürft ihr tun? Ich möchte gerne, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, warum und für wen ihr die Herzchenohrringe gerne gewinnen wollt. Und ein Kommentar pro ein Kommentar pro Person, so. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann freue ich mich natürlich riesig, keine Frage. Ich werde aber auch diesmal wieder keinen Muss draus machen. Vielleicht hat ja auch ein Junge Lust, der das seiner Freundin schenken möchte, die sich bestimmt auch wahnsinnig freut. Mir ganz egal, wäre nur lieb, pro Person nur einen Kommentar und dann bitte schreiben, warum und für wen ihr die Ohrringe gerne haben wollt. Und dann, ja, wie immer das übliche Spiel, seid ihr unter 18, dann bräuchte ich dann die Einverständniserklärung eurer Eltern, dass ihr was gewonnen habt. Wenn es für Mama ist, müsst ihr ja nicht genau sagen. Naja, ist auch doof, ne? Ja, egal. Ihr werdet dann schon hinkriegen. Ihr seid ja schon groß. Ja, das im Grunde ist eigentlich alles. Habe ich noch wieder was vergessen? Steht das unten in der Infobox. Ich werde das Gewinnspiel ungefähr eine Woche laufen lassen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet mit der Frisur was anfangen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in dem Shop mal vorbeischaut. Bei Limona Jewelry. Komme ich denn auf Limona? Naja, okay. Ich finde die Sachen auf jeden Fall zum Teil echt süß. Klar, manche Sachen sind auch echt nicht mein Ding, aber ja, mein Gott, jeder und sein Geschmack. Ja, aber die Ohrringe finde ich echt wunderschön und ich bin schon gespannt, was sie da demnächst auf den Markt hauen. Also wie gesagt, wenn ihr so gehämmerte silberne Plättchen machen solltet, sagt mir doch nochmal Bescheid. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen, wir haben noch Mittwoch,
Ganz tollen Feiertag morgen. Ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen nett und allen anderen auch einen schönen Feiertag. So, dreht wieder durch. Okay, tschüss.